guten Morgen aus der Nähe von Odal. Ich bin hier an einem Fluss und auf der gegenüberliegenden Seite, was ich euch jetzt gleich zeigen möchte, ist ein Wasserfall. Um die Spannung langsam zu steigern, schwenke ich mal so hier rum. Erst den Fluss noch hoch, dann die Brücke. Mache einen Schritt höher. Mit dem wunderbaren Blick auf den Latefossen. Der hat eine Fallhöhe von 165 Metern. Zu der starken Gischt, die hier eh in der Luft ist von dem Wasserfall, kommt leider noch leichter Nieselregen. Deswegen entschuldigt die Tropfen auf der Linse wahrscheinlich. Ich wisch gelegentlich mal nach. Wieder ein Traum. Hier vom Kiosk aus sieht man das auch noch mal schön. Da ist so ein kleiner Durchgang. Und dann kann man hier so ein bisschen in diese Felsen rein. Um der ganzen Sache so gespürt ein bisschen näher zu kommen. Hier so lang vorher, damit man auch die andere Hälfte einmal richtig sieht, mit welcher Kraft das da oben rauskommt. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich auf der Straße stehe. Man erkennt überhaupt noch was. Die Linse beschlägt hier schon. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Dienstags morgens 7 Uhr. Unglaublich. Boah. Ja, jetzt stehe ich hier mittendrin in dem Gischt. Aber es ist wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Wenn es jetzt mehr als 11 Grad wären, wäre es wahrscheinlich ein Traum. So, ich habe versucht, die Linse jetzt nochmal so sauber zu kriegen wie möglich, um es auch von dieser Seite noch einmal zu zeigen. Und zwar, wie der Latefossen da oben auch runterkommt. Ja, ihr hört es hier, so einen Meter hinter mir sind die LKWs, die gerade schon hier vorbeirauschen. Ich stehe jetzt aber auf so einem kleinen Seitenstreifen von einem halben Meter ungefähr. Wie gesagt, da oben, das müssten dann diese 165 Meter Höhe sein. Und das ist doch wohl eine unheimlich beeindruckende Sicht, oder?
Ich hoffe, die Aufnahmen werden auch was aufgrund des ganzen Wassers auf der Linse. Und man muss hier immer aufmerksam sein. Wenige Meter weiter ist ein weiterer Wasserfall, der namentlich gar nicht benannt wird, weil er hier für die Region relativ klein und unspektakulär zu sein scheint. Aber für mich als Westfalen ist das alles der Hammer. Aber das dürft ihr gerne selber entscheiden, ob das für euch auch der Hammer ist. Ich weiß nur, dass alles an mir nass ist, selbst meine Füße. Und dass sich das definitiv lohnt hier. Ich schwenke jetzt noch einmal langsam hier über das kleine Geröllfeld oder relativ klein, um auch mal hier diesen ganzen Auslauf drauf zu haben für euch. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich so ein Fotoband machen werde. Das ist dann einfacher, diese ganzen schönen Bilder mal festzuhalten. Ich habe hier gerade noch so Serpentinen gesehen, wo man hochgehen könnte. Ich weiß nicht, wo es hinführt, aber ich probiere es einfach mal. Nach wenigen Metern hier hoch hat man auch gleich wieder so einen schönen Blick hier auf den Wasserfall, den ich zuletzt gezeigt habe. Selbst bei dem relativ schlechtem Wetter echt ein Traum. Der Weg, wie ihr seht, ist ein wenig feucht, aber ich höre schon das Getöse von dem nächsten Wasserfall und das ist richtig so ein leichtes Beben hier, also unglaublich, ihr seht selber, Wahnsinn. Heftig. Kommt wieder mein Schiss, aber hier müsste ja eigentlich alles gut sein. Zurückgegangen. Es fühlt sich nicht gut an. Was ein Traum. So, hier endet definitiv der offizielle Weg. Und da durchklettern, wer das kann, finde ich toll. Ich kann es leider nicht, weil mir da die Nerven immer einen Strich durch die Rechnung machen. Aber auch so jetzt hier noch so ein, zwei Meter rein, aber dann hört es auch auf. Ne? Das ist nicht mehr so meins. Jetzt hier auf dem Stein, oh, ja, nee, weiter geht nicht. Hör. Entschuldigt, ich habe mich gerade angelehnt. Nur das noch einmal. Hier runter, das habe ich gerade gesehen. Deswegen ist mir gleich komisch geworden. Sorry für das Gewackel, aber ich muss erst wieder ein Stück zurück. Oh, so ist besser, ja. Gut, ich würde sagen,
Für mich war das ein traumhaftes Video. Ich hoffe für euch auch. Ich werde jetzt wieder runtergehen und würde sagen, das war's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Markus mit Gummiknien.